Hallo und herzlich willkommen bei Tim Tripp. Heute sind wir in Hamburg unterwegs. Wir, das sind Fabiana und Lasse. Lasse wird unser Kameramann sein. Ich gebe dir schon mal die Kamera. Und Fabiana wird die Interviews führen. Mit wem denn? Das wird er nicht verraten. Jetix, dein Abenteuer beginnt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Tim trifft. Ihr seht schon unseren Kameramann, den Micha, außerdem Fabiana und mich. Wir sind im Tonstudio in Hamburg. Warum denn? Wir interviewen gleich Patrick Nuo. Cool, wir treffen also Patrick Nuo und ihr seid dabei. Wenn ihr aber auch mal direkt vor Ort dabei sein wollt, dann schaut einfach auf unsere Homepage www.jetixtv.de/timtrifft und wir müssen los. Ja. Auf! Set your sight forevermore, watching over your way. Das war super. Brauchst du ein bisschen mehr Playback? Ja, ein bisschen lauter und so. Entschuldigung, Patrick, dürfen wir kurz stören? Hallo. Ja. Das ist Patrick Nuo, den kennst du? Hi. Das ist Fabiana. Hallo. Du singst gerade deine neue Single Watching Over You ein, die es jetzt natürlich schon in den Läden gibt. Eine kleine Bitte. Kannst du uns eine Kostprobe geben? Klar. Das wäre super. Okay. Two, three, four. All the time there's a guiding light, and it's not gonna fade. Set your sight forevermore, watching over your way. Cool, vielen Dank. Bitte. Prost. Prost. Aber eigentlich wollen Patrick und ich dieses Wasser natürlich nicht trinken. Wir sind hier zusammen mit Fabiana im Aufenthaltsraum vom Tonstudio. Warum haben wir wohl unseren Chattix-Block hier liegen und unsere Wasserfarben? Ich werde gleich hier so ein bisschen kleine Kunst machen und ihr werdet es ja nicht versteigern, sondern ich glaube verschenken. Ganz genau, verschenken. Wenn ihr ein bisschen Losglück habt und auf unsere Homepage schaut, die steht hier. Fabiana, sagt's nochmal, wie die heißt? www.jetixtv.de. Genau, und /timtrifft kann man auch noch gleich mit anklicken, dann kommt man direkt auf unsere Seite. Und mit etwas Glück könnt ihr dann Patricks Kunstwerk, das es aber noch nicht gibt, gewinnen. Ihr seid jetzt live dabei, wie Patrick sich die Hände schmutzig macht. Alles klar. Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe mehrere Farben. Eigentlich ist es die durchsichtige Farbe. Okay. Das wird schwierig. Eine durchsichtige Hand, das ist wie bei Kaisers neue Kleider. Ja, genau, richtig. Also blau. Ich nehme jetzt mal blau, weil das einfach was Schönes ist. Da fällt mir ein, heute blau, morgen blau, übermorgen wieder. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Auch blau, hellblau. Cool, dann passt es ja gut zusammen. Ja. Magst du deine Hand auch gleich daneben machen noch? Ja, klar. Ich finde es ziemlich gut, dass Patrick das mitmacht. Ich finde, das ist voll Jetix. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, er ist voll Jetix geprüft. Deswegen hat Fabiana schon den Aufkleber in der Hand. Wo kleben wir ihm den hin? Auf dem Arm so? Auf dem Arm könnte gut aussehen. In Ordnung, Patrick? Aufs Mund. Ja, wir wollen noch ein bisschen mit dir reden. Ah, stimmt, alles klar. Ihr bleibt dran und dann erfahrt ihr, ob Patrick den Aufkleber auf den Mund oder auf den Arm bekommen hat. Nein, die Auflösung gibt's schon jetzt. Jetzt passiert's. Achtung, ihr seid dabei. Eins, zwei. Und. Da ist er, die Hand. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall cool, dass er es gemacht hat. Deswegen ist er voll Jetix gebrandet. Patrick sitzt schon hier zusammen mit Fabiana. Fabiana, du hast ein T-Shirt in der Hand. Ja, ich hoffe, dass Patrick Nuo hier unterschreibt. Bist du so nett? Natürlich. Das ist cool. Patrick, hier kannst du es auflegen, das ist einfacher. Das sieht auf jeden Fall super aus und passt auch gut zu unserem Jay, so heißt der nämlich. Yes, Mr. Jay. Mit etwas Glück könnt ihr dieses T-Shirt, auf dem Patrick jetzt unterschrieben hat und auf dem auch noch ein Autogramm von Leon, dem Torwart der wilden Kerle ist, gewinnen. Ihr klickt einfach unsere Homepage an. www.jetixtv.de. So sieht man es noch schöner. Und dann noch /timtrifft und dann passt alles. Also hier steht's www.jetixtv.de/timtrifft. Und mit etwas Glück ist dieses T-Shirt bald euers. Dankeschön, Patrick. Danke euch. Toi, toi, toi.
Fabiana, hast du ein paar Fragen für Patrick? Ja. Zum Beispiel, wann warst du dir sicher, dass du Musiker werden wolltest? Ich habe das so zwischen 13 und 15 rausgefunden, als die Lehrer uns fragten oder uns beauftragt haben, herauszufinden, was wir für einen Beruf lernen wollen. Und es gibt ja nicht wirklich eine Ausbildung, um Musiker zu werden, sondern man zieht halt manchmal in eine Stadt und wird durch Kontakte irgendwo, gelangt man an eine Plattenfirma. Und dazu braucht man auch Songs. Ja, und ich habe damals einfach auch für mich rausgefunden, dass ich gerne Songs nachsinge, mehr als was anderes. Du hast, glaube ich, einen Bruder, oder? Ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre jünger und ist jetzt Filialchef. Also er hat mit dem Musikbusiness gar nichts zu tun? Nee, gar nicht. Ich habe ihm das schon ein paar Mal irgendwie empfohlen, ob Modeln, Schauspielen oder Musik, aber er ist irgendwie nicht so für Entertainment-Business. Kann das sein, dass du ihm das bisschen ausgetrieben hast, weil du früher immer so viel gesungen hast? Es kann sein, also ich hoffe es nicht. Er sieht auf jeden Fall cool aus, hübsch, hübscher Junge. Mädels. Und ja, ich glaube nicht, dass es ein Problem war. Wie war denn das früher, als ihr so groß geworden seid zusammen? Wir haben oft ein Zimmer geteilt und ich habe dann halt oft auch Songs nachgesungen und er musste dann lernen und da ging es immer darum, wer ist jetzt im Zimmer und da habe ich auch rausgefunden, eigentlich mache ich Songs nachsingen am meisten. Okay, da stellt sich doch die Frage, wie man so Träume verwirklicht, oder? Hast du irgendeinen Traum? Was würdest denn du gerne werden? Modedesignerin oder Schauspielerin? Patrick, wie hast du das geschafft, so dein Ziel zu erreichen? Ja, irgendwann mal bin ich einfach nach Zürich gezogen und danach kurzfristig danach nach Hamburg, weil ich gehört habe, dass das wirklich auch ein Haifischbecken ist und nicht so einfach ist, quasi da was zu erreichen. Also das Musikbusiness, meint er? Das Musikbusiness, genau. Und ich wollte wissen, was ist ein Produzent, was ist ein Songschreiber, eine Plattenfirma, ein Manager, und bin dann nach Hamburg gezogen. Also kann man sagen, du hast dir gedacht, das Schwimmen lernt man am besten im Wasser und man geht dann direkt da rein. Ja, ich habe auch schon einige Verträge gehabt, die dann jetzt nicht so glücklich waren, aber durch die ich auch viel gelernt habe. Also Fabiana, du hörst es, bei Patrick hat es geklappt, dann klappt es bei dir bestimmt auch. Ja, hoffentlich. Mehr von Patrick Nuo erfahrt ihr natürlich auf seiner Homepage, die da heißt www.patrick-nuo.de. Draufklicken und mehr von Patrick und uns seht ihr gleich. Danke, Patrick. Danke, gleichfalls. Dranbleiben!